Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. 2250 aktive Sportlerinnen und Sportler, 90 Mannschaften waren beim 30. Drachenboot-Festival vom 18. bis zum 20. August in Schwerin dabei. Am Freitag startete das Event mit dem Stadtwerke Cup. 4 Teams paddelten gegeneinander. Mit von der Partie die Energy Dragons. Das ist die Drachenbootmannschaft der Stadtwerke Schwerin. Als Titelverteidiger wollen sie heute den nächsten Pokal holen. Die letzten beiden Siegerpokale stehen noch bei mir auf dem Schreibtisch. Wäre schön, wenn sich da jetzt der dritte in Folge einreiht. Ansonsten ist aber auf alle Fälle das große Credo, dass alle Spaß haben, alle motiviert bei der Sache sind. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich das Wichtigste erreicht. Abschalten vom Alltag, sportlich betätigen, Teamgeist spüren. Für viele Teilnehmer ist das die Motivation hinter dem Drachenbootfahren. Es ist eine ganz tolle Teamerfahrung, was man hat. Man sitzt, wie gesagt, in einem Boot und das ist halt eine ganz geile Stimmung, das kann man gar nicht beschreiben. Also da zieht jeder am selben Strang und man kriegt einen Spruch länger oder fester oder mehr Druck und so, und das ist geil. Die erste Strecke misst eine Länge von 1000 Metern, die zweite 200 Meter. Für die Energy Dragons kein Problem. Dennoch, für einen erneuten Sieg hat es nicht gereicht. Das Team der Stadtwerke Parchim hatte am Ende den Drachenkopf vorn und holte sich den Wanderpokal. Am zweiten Renntag paddelten dann die Profis. Rennen in Minutentakt, schweißtreibend, kraftvoll synchron in der Bewegung. Das Drachenboot-Festival ist seit 30 Jahren ein fester Bestandteil des Schweriner Sommerprogramms. Ich denke, vor allem nach den 2-3 Jahren, wo wir durch diese Pandemie ganz viel Verluste hatten, also vor allem im Wettkampfbereich, im Festivalbereich, ist es für mich auch ein wichtiges Stück Kultur, was wir hier zurückgewinnen. Und Schwerin ist nun mal eine Sportstadt und für die Schweriner gehört das zum Leben dazu. Vor allem hier in ihrer Badewanne, wenn ich es mal so sagen will, in ihrem Wassersportstadion, diesen Wettbewerb auszutragen. Auch dieses Jahr wird das Drachenboot-Festival von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin unterstützt. 30.000 Besucherinnen und Besucher waren beim 30. Drachenboot-Festival dabei. Die Kanu-Renngemeinschaft Schwerin als Veranstalter freuen sich auf das 31. Drachenboot-Festival, wenn es wieder heißt: Are you ready? Attention, go! Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.